Es geht um gute politische Ordnungen und wie man sie aufbauen kann. Wir sind an dem Abschnitt der Vorlesung, wo wir anfangen, die Vielfalt politischer Systeme zu begreifen, um mit ihr analytisch zurechtzukommen. Und es wird sich zeigen, dass wichtige Formen politischer Systeme sich daraus ergeben, dass Menschen eine gute Ordnung schaffen wollen, aber sehr verschiedene Vorstellungen davon haben, was eine gute Ordnung ist und wie man eine gute Ordnung ausgestalten könnte. Wir machen uns im Laufe des Gedankenganges Folgendes klar. Die Merkmale von politischen Systemen ergeben sich nicht nur aus Zufällen geschichtlicher oder politischer Art, sondern hinter den politischen Systemen, wie sie sind, stehen Vorstellungen davon, wie sie sein sollen. Wichtige Trägergruppen, Gestalter, Schöpfer von politischen Systemen haben Gedanken darüber, was wollen sie erreichen, warum genau das und was sind die richtigen Mittel. Es geht also Ordnung sehr häufig von Leitideen aus, die man in die Praxis umsetzen will. Und dabei sind zwei sehr verschiedene Vorstellungen von dem, was eine gute Ordnung sein könnte, zu erörtern. Und sie sind auf den Namen zu bringen von Monismus und Pluralismus. Beginnen wir unser Erkunden dessen, worum es dabei geht, mit einem Blick auf mögliche Motive politischen Handelns. Manche Leute empfinden einfach politische Begabung und Freude an Politik. Und warum soll einer, der empfindet, dass er für Politik geeignet wäre, nicht Politiker werden? Wer gerne Klavier spielt und glaubt, er kann da in den Wettstreit eintreten, soll natürlich auch gerne Pianist werden, obwohl nicht jeder dann eines Tages an der Spitze der Prestigeordnung stehen kann. Politik ist ferner ein Weg zum sozialen Aufstieg. In Deutschland kommt die politische Klasse im Wesentlichen aus der Mittelschicht, aus der Oberschicht ganz selten, aus der Unterschicht kaum mehr, seitdem die SPD keine Arbeiterpartei mehr ist. Über die SPD kam früher Arbeiterschichten in die Politik. Schauen Sie nur auf den Reichspräsidenten Ebert und viele andere führende Politiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist, seitdem die SPD keine Arbeiterpartei mehr ist, eben kein üblicher Weg mehr. Sicherung einer vorteilhaften persönlichen Position. Ja, das ist auch ein typisches Motiv, in die Politik zu gehen. Wenn Sie in Frankreich die großen Schulen geschafft haben, dann ist eine politische Karriere etwas sehr Günstiges, um mit Ihren Netzwerken, die Sie da an der École Nationale d'Administration oder sonst wo erworben haben, dass Sie mit diesen Netzwerken für Ihr Leben was Vorteilhaftes machen. Und oft werden diese drei Motive auch verbunden mit einem anderen Motiv, das nicht minder respektabel ist, nämlich mit dem Wunsch, man möchte für eine bessere Politik sorgen, für eine möglichst gute Ordnung des Zusammenlebens, eben für das Gemeinwohl. Und das ist eigentlich die schönste Motivation. Das Gefühl persönlicher Begabung und der Wunsch, fürs Gemeinwohl etwas zu tun, das ist eigentlich die optimale Kombination für den Weg hin zur Politik. Jetzt haben wir aber das Problem nur verschoben. Ich möchte fürs Gemeinwohl was tun. Aber was ist das Gemeinwohl? Wir müssen den Begriff jetzt also inhaltlich füllen. Und die einfachste Weise, das zu tun, die obendrein den Vorzug hat, im Grunde alles wirklich Relevante abzudecken, geht so. Gemeinwohl ist der Name für politische Inhalte, deren Verwirklichung zu zwei Folgen zu führen verspricht. Gemeinwohl ist das Verfolgen politischer Inhalte, deren Realisierung zu Gerechtigkeit führt. Gerechtigkeit verstanden dahingehend, dass die Ergebnisse von Politik, Entscheidungen über Gesetze, Steuern, sozialstaatliche Umverteilung, dass die Ergebnisse von Politik möglichst vielen Teilen der Gesellschaft möglichst fair zugutekommen sollen. Und freilich eben auch über Umwegeffekte und so weiter. Und zweitens versteht man unter Gemeinwohl, und das ist einfach etwas, was zum Ersten dazugehört, Nachhaltigkeit. Es sollen durch Politik, so der Gedanke, nicht nur kurzfristige Vorteile für wenige geschaffen werden, sondern langfristig gute Wirkung für die gesamte Gesellschaft erzielt werden. Also es soll etwas bewirkt werden, was sich selbst trägt, was aufrechterhaltbar ist, was nicht nach kurzer Zeit verfrühstückt ist. Gemeinwohl meint Gerechtigkeit plus Nachhaltigkeit. Wobei Sie hoffentlich schon das Problem wittern, nicht alles, was gerecht ist, ist nachhaltig. Vieles, was nachhaltig ist, ist ungerecht. Das ist nicht so einfach. Das ist wieder so eines der typischen multiplen Optimierungsprobleme ohne eindeutige Lösung.
So, wir wissen aber jetzt wenigstens, was Gemeinwohl im Großen und Ganzen meint. Und dann lautet die Anschlussfrage, wie erkennt man denn, was im Dienst des Gemeinwohls zu tun ist? Woher weiß ich, was es konkret im Dienst von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu unternehmen ist? Und da gibt es dann zwei Grundmöglichkeiten, wie man das wissen kann. Und es lohnt wirklich, die Sache so scharf auseinanderzuziehen, auch wenn in der Praxis der eine oder andere Übergangsbereich vorkommt. Die Grundmöglichkeiten schauen so aus. Möglichkeit 1, man weiß schon im Vorhinein, was Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit bewirken, also das Gemeinwohl darstellen wird. Man weiß es, weil die Wissenschaft es einem sagt. Man bedenkt die Welt wissenschaftlich und aufgrund von wissenschaftlichen Einsichten weiß man, was zur Gerechtigkeit und zur Nachhaltigkeit führt. Möglichkeit 2, man weiß es aufgrund göttlicher Offenbarung. Im Heiligen Koran steht alles Notwendige darin, wie Menschen gerecht ihr Leben ausgestalten können und was nachhaltig ist. Oder in einer sonstigen Heiligen Schrift. Möglichkeit Nummer 3, aus dem Mund eines charismatischen Führers. Es gibt einfach, so der Gedanke von manchen Leuten, überlegene Menschen, die einfach besser als alle anderen wissen, was der Fall ist. Der große Völkerhirte Stalin, Ceausescu, das Genie der Karpaten oder der Führer Adolf Hitler. Ich war ja immer ganz skeptisch in Bezug auf diesen Hitler, aber neulich war ich mal bei einer Veranstaltung von ihm, wie er geredet hat und am Schluss stand ich ihm gegenüber, ich habe in seine Augen geblickt. Solche Augen können nicht täuschen. Ich bemerkte, dass dem deutschen Volk ein Genie geschenkt worden ist. Und folglich tue ich, was er sagt. Er wird schon wissen. Das sind drei sehr weit verbreitete Weisen, wie Menschen glauben, im Vorhinein zu wissen, was zu Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit führt. Wissenschaftliche Weltanschauung, sich einlassen auf Religion, sich einlassen auf charismatische Führer. Die andere Möglichkeit, und das Ganze bezeichnet man als Gemeinwohl a priori, das ist ein Begriffspaar, das von Kant entlehnt ist. A priori heißt von vornherein, Kant spricht von der Erkenntnis a priori, die allen weiteren Erkenntnisvorgängen schon zugrunde liegt. Und das Gegenprogramm ist, dass man eben nicht von vorhinein schon weiß, was das Gemeinwohl ist, sondern dass man sagt, naja, das müssen wir ausfindig machen, das muss man lernen. Wir können versuchen, eine nachhaltige Politik zu machen, wir können versuchen, auf Gerechtigkeit hinzuwirken. Und das kann gut gehen, schön, dann haben wir was gelernt. Es kann sich aber auch das, was wir versuchen, als Irrtum erweisen. Der Schuss geht nach hinten los. Schlecht, aber wir haben was gelernt. Und das heißt, wir organisieren unser Versuch herauszufinden, was dem Gemeinwohl dient, als ein Prozess von Versuch und Irrtum, in dessen Verlauf wir Erfahrungen gewinnen. Und auf der Grundlage der Erfahrungen, die man gewonnen hat, versucht man abzuschätzen, welche Politik die größten Chancen wohl haben dürfte, unter den obwaltenden Umständen zur Gerechtigkeit und zur Nachhaltigkeit zu führen. Also das im Nachhinein als Richtige Erkannte, das im Nachhinein als richtig Erkannte, legt man bis auf Weiteres, bis zu künftigen Lernprozessen, auch künftiger Politik zugrunde. Und sowas nennt sich eine Gemeinwohlkonzeption a posteriori. Im Nachhinein versucht man festzustellen, was wohl wirklich funktioniert, also beim Blick auf vergangene Wirklichkeit, das heißt beim Blick auf Geschichte, ganz gleich, wie weit der historische Horizont ist. Das sind die zwei sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie man das Gemeinwohl erkennen kann, und die Folgen sind gewaltig und wir werden sie uns im Einzelnen ansehen. Wie hängen Menschenbilder und Vorstellungen vom Gemeinwohl zusammen? Wenn ich glaube, dass man auf der Grundlage wissenschaftlicher Einsicht, religiöser Offenbarung oder weil große Menschen das einfach erkannt haben, weiß, was für Menschen gut ist, ja, dann ist klar, dass was gut ist, soll von Menschen auch angestrebt werden. Es kann doch nicht sinnvoll sein, etwas Schlechtes verwirklichen zu wollen. Also man soll nach dem erkennbar Guten streben. Menschen können sich aber täuschen, weil sie eben nicht auf der Höhe unserer wissenschaftlichen Einsichten sind, weil sie eine falsche Religion oder im schlimmsten Fall gar keine Religion haben oder weil sie nicht an unseren Führer glauben. Wir Nordkoreaner wissen, dass unser Führer genial ist. Diese blöden Amerikaner glauben das nicht, weil sie so einen blöden, doofen Präsidenten haben. Also,
Menschen sind stets in der Gefahr, von dem abzuweichen, was man durch Wissenschaft, religiöse Offenbarung oder aus dem Mund großer Führer eigentlich schon als richtig erkannt hat. Und folglich brauchen Menschen Leitung und Aufsicht. Leitung und Aufsicht derer, die auf dem richtigen wissenschaftlichen Erkenntnisniveau sind, die der richtigen Religion anhängen, die dem richtigen Führer hinterherlaufen. Bei einer Gemeinwohlvorstellung a posteriori, dass man das, was für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sorgt, immer erst im Nachhinein durch Versuch und Irrtum und Erkenntnis des sich bewährt Habenden erkennt, da schaut es anders aus. Dann stellt man einfach fest, Menschen definieren das, was gut ist für sie oder für Staat und Gesellschaft, immer ziemlich unterschiedlich, im Licht ihrer eigenen und sehr unterschiedlichen Interessen. Und das ist okay so. Warum soll ein anderer alles genauso sehen wie ich? Naja, weil ich im Recht habe. Aber warum soll ich etwas so sehen wie ein anderer? Ich weiß ja, dass ich Recht habe. Blöd ist bloß, dass das andere auch zu wissen glaubt. Was streiten wir darüber? Akzeptieren wir einfach Vielfalt. Vielfalt der Überzeugung, der Wissensbestände, der Interessen. Zwar soll man jedem Menschen, damit nicht jeder das Rad neu erfinden und die Menschheitsgeschichte in sich selbst neu erfahren muss, man soll jedem Menschen zwar bewährte Wissensbestände und bewährte Wertmaßstäbe nahebringen. Man soll jeden Menschen im Lauf seiner Erziehung als Kind und Jugendlicher, im Lauf seiner schulischen Ausbildung schon nahebringen, was sich nach dem, was man aus der Geschichte weiß, als eher für den Menschen gut oder für die Gesellschaft schlecht dargestellt und herausgestellt hat. Das soll man schon nahe bringen, aber anschließend muss jeder Mensch seine Entscheidung selbst treffen. Zum Beispiel hat die Wissenschaft herausgebracht, dass Rauchen schädlich ist. Das steht auch auf jeder Zigarettenschachtel. Aber die Entscheidung, trotzdem zu rauchen oder nicht zu rauchen, die hat jeder selbst zu treffen. Er oder sie hat dann freilich auch die Folgen zu tragen. Die Folgen tragen für falsche Entscheidungen ist nichts anderes als die Kehrseite der Freiheit, ausprobieren zu dürfen, was wohl funktioniert. Und wenn das so ist, wenn man Menschen zwar das Bewährte nahe bringt, aber sagt, jetzt habe ich dir alles beigebracht, was man wissen kann oder was ich dir beibringen kann. Jetzt musst du dich selbst entscheiden, deinen Weg finden. Du bist aber auch für die Folgen verantwortlich. Unter so einer existenziellen Einbettung der persönlichen Freiheit ist es nicht unwahrscheinlich, dass Lernprozesse auftreten. Dass man sagt, ja, hätte ich es nur anders gemacht, hätte ich nur auf den gehört. Ich werde mich besser bemühen, als mein Vater sich bemüht hat, mir was beizubringen, meinen Kindern das beizubringen, was ich leider durch eigenes Probleme bekommen, erfahren musste, obwohl ich es besser hätte wissen können. Merken Sie, auf diese Weise werden Lernprozesse organisiert und man verlässt sich auf das Funktionieren von Lernprozessen. Und wer dann eben nicht aus dem, was schon geschehen ist, lernt, naja, der muss sich halt die Pfoten auf der heißen Herdplatte selbst verbrennen, wie wahrscheinlich jeder von Ihnen als Kind es schon mal gemacht hat. Wie geht man mit persönlichen Vorstellungen vom Gemeinwohl um, je nachdem, welche Grundkonzeption vom Gemeinwohl man hat? Naja, wenn das Gemeinwohl eh klar ist, aufgrund wissenschaftlicher Einsicht, religiöser Offenbarung aus dem Mund eines großen Führers, ja, dann ist es richtig, von den eigenen Ansichten voll überzeugt zu sein. Ich weiß einfach, dass Gott den Propheten Mohammed nicht getäuscht hat. Und was im Heiligen Koran steht, ist so, davon bin ich überzeugt. Auf dieser Grundlage handle ich. Ich weiß folglich, dass Ansichten, die meinen Überzeugungen, von denen ich weiß, dass sie richtig sind, dass Ansichten, die meinen Überzeugungen widersprechen, falsch sein müssen. Ich weiß ja, was Gott dem Propheten geoffenbart hat und was dem widerspricht, muss folglich falsch sein. Und das heißt wiederum, ich muss gegen falsche Ansichten vorgehen. Denn wenn man sich gegen Gottes Weisungen wehrt, wird man Schiffbruch erleiden. Wenn man nicht auf der Höhe wissenschaftlicher Einsicht Politik macht, wird man Schiffbruch erleiden. Wenn man nicht unserem genialen Führer glaubt, wird man Schiffbruch erleiden. Das wollen wir doch nicht. Ich muss ja diese blinde Besatzung des Bootes davon abhalten, unser Schiff auf Grund zu setzen. Die dürfen nicht an Steuer. Die sollen bitte auch nicht die Stimmung der das Schiff steuernden Besatzung allzu sehr prägen. Ich muss gegen falsche Ansichten vorgehen.
keinen Raum für Falsches, keine Bühne für Falsches. Wenn ich die Vorstellung eines Gemeinwohls habe, das man durch Versuch und Irrtum und durch Lernen aus Erfahrung ausfindig macht, schaut das wiederum ganz anders aus. Denn dann ist klar, ich muss sogar zu den Ansichten, die mir gefallen, weil ich sie lange schon habe, selbstkritisch stehen. Das, was sich bislang als richtig erwiesen hat, kann sich unter veränderten Umständen als falsch erweisen. Bloß weil bislang ich immer recht hatte, folgt daraus nicht, dass ich heute und morgen und übermorgen auch noch recht habe. Das heißt, richtig ist Selbstkritik. Selbstkritik, die zum Dazulernen führen soll, soll dann freilich auch ergänzt werden durch Fremdkritik. Es kann ja sein, dass andere Leute etwas inzwischen besser begriffen haben als ich. Oder dass der Blickwinkel von dem, was andere auf etwas blicken, der fruchtbarere ist. Das heißt, man soll von den Ansichten anderer immer wieder zu lernen versuchen. Auch ein blindes Huhn kann einmal ein Korn finden. Und bloß weil mir der andere unsympathisch ist, muss er doch nicht Unrecht haben. Wenn ich aber das so sehe, folgt daraus, dass es wichtig ist, gegenüber anderen Ansichten tolerant zu sein. Und zwar nicht in der Haltung der überlegenen Arroganz des Lehrers dem dummen Schüler gegenüber. Mein Gott, du bist so schön blöd. Du amüsierst uns alle mit deiner Dummheit so sehr. Naja, das Spektakel wollen wir gerne weiter genießen. Das ist nicht die Toleranz, von der die Rede ist. Toleranz dort, wo es wehtut, wo einem der andere zutiefst zuwider ist, wie er auftritt, wie er denkt, wie er redet, wo man am liebsten die Schotten dicht machen will und eben keine Auftrittsbühne geben will. Nö. Gerade dann, wenn der andere in der Lage sein könnte, die eigenen Vorstellungen zu erschüttern, muss man ihm gegenüber offen sein, denn vielleicht hat er einem etwas Wichtiges zu sagen und beizubringen. Man muss Verschiedenheit in den Denkweisen, den Wissensbeständen als Chance zum gemeinsamen Lernen und zum gemeinsamen Weiterkommen nutzen. Und wir merken, wie unterschiedlich schon die Welten sind, die allein dadurch bewirkt werden, dass man verschiedene Vorstellungen davon hat, wie man zu gerechter und nachhaltiger Politik gelangen kann. Wie schaut das Leitbild einer guten Gesellschaft aus, in Abhängigkeit davon, wie ich glaube, dass man das Gemeinwohl erkennen kann? Wenn ich weiß, dass Wissenschaft, göttliche Offenbarung und große Menschen uns schon klar sagen, was das Gemeinwohl ist und wie man zu ihm gelangt, dann ist es völlig klar, eine gute Gesellschaft sieht so aus, dass es in ihrer Bevölkerung möglichst viel Konsens über das Richtige gibt. Idealerweise denken und glauben alle Menschen das Gleiche. Nämlich das, was die Wissenschaft oder die Religion oder ein großer Mann oder eine große Frau oder ein großer Mensch mit noch ungeklärter sexueller Identität uns zu sagen hat. Außerdem nutzt es ja nichts, dass die Leute gleich denken, das Gute solle auch real werden. Es braucht möglichst viel Gleichheit in der richtigen, in der guten Lebensführung. Alle sollen im Grunde das Gleiche tun, nämlich das Gute. Sich über die gleichen Sachen freuen, an den gleichen Tagen feiern, in der gleichen Weise arbeiten, die gleichen Bücher lesen, die gleichen Dinge verabscheuen, die gleichen Leute hassen. Beim Gemeinwohl a posteriori schaut es wiederum ganz anders aus. Da ist ja der Zweck, dass man lernt, kritisch zu sich selbst ist, dass man von anderen lernt und dass man die Chancen für das wechselseitige Lernen steigert, weil nur das zum Lernen aus Versuch und Irrtum und Erfahrung führt. Deswegen muss man die Gesellschaft so einrichten, dass vielerlei willkommen ist, was einem in dem anderen System unwillkommen ist. Es ist eine Vielfalt streitiger Meinungen willkommen. Der Konsens, der verbindet, soll möglichst schmal sein. Er soll nur so groß sein, dass er das friedliche Zusammenleben erlaubt. Über alles andere muss gestritten und unterschiedlicher Meinung sein, gedurft werden. Und es ist auch ganz okay, wenn die Menschen verschieden leben. Wenn sich jeder sein Leben so einrichtet, wie er oder sie es für richtig hält. Es ist nicht wichtig, dass die Leute gleich sind, gleich denken, gleich handeln. Macht wirklich eine bunte Gesellschaft. Lasst aber Buntheit auch bei den Meinungen zu.
Buntheit auch bei den öffentlich ausgetauschten Argumenten zu. Was ist die politische Rolle des Gemeinwohls? Auch da unterscheiden sich beide Welten, beide Systemtypen sehr. Beim Gemeinwohl a priori ist völlig klar, dass uns die Wissenschaft, die Religion, ein großer Mann gesagt hat, was im Dienst von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu tun ist. Das heißt, das ist inhaltlich klar angegeben, es ist ein klar formulierbares politisches Ziel. Gemeinwohl muss erreicht werden. Jene, die mit uns das schon als richtig Erkannte durchsetzen wollen, sind unsere Freunde. Jene, die sich der Durchsetzung von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, wie wir es erkannt haben, durch Wissenschaft, Religion, großer Führer, widersetzen, sind unsere Feinde. Es ist klar zu erkennen, wer für das als richtig Erkannte ist, ist gut, gehört zu uns. Wer die Sache anders sieht, gehört nicht zu uns, will etwas Falsches, ist objektiv unser Feind. Bei Gemeinwohl a posteriori sieht das, wie noch nicht anders zu erwarten ist, wieder anders aus. Gemeinwohl ist das, was Ernst Fraenkel genannt hat, eine regulative Idee. Es soll möglichst gerecht und nachhaltig zugehen. Und wir haben einiges darüber gelernt, was man tun kann, um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu bewirken. Und wir wollen das, was wir bislang wissen, immer wieder weiterentwickeln, auf neue Umstände anpassen. Am Schluss soll immer stehen, soweit es nur geht, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Aber die Maßnahmen, die wir ergreifen, mein Gott, die können richtig sein oder falsch sein. Wir probieren etwas Neues, das Alte bewährt sich nicht mehr. Das Gemeinwohl bleibt unsere regulative Idee. Konkrete Maßnahmen können auch gemeinwohlwidrig sein, eben weil wir uns täuschen. Wir glauben, die Gerechtigkeit durch die und die Gesetzgebung zu verbessern. Und nach 2 Jahren sehen wir, es gibt so viele Trittbrettfahrereffekte, dass die Ungerechtigkeit gewachsen ist anstelle der Gerechtigkeit. Nicht, weil wir ungerecht sein wollten, sondern weil wir einfach die Wirklichkeit falsch behandelt haben. Das heißt, Gemeinwohl ist und bleibt die regulative Idee. Wie man es aber umsetzen kann in der Praxis, darüber wird gestritten. Wenn der andere folgende Migrationspolitik für richtig hält und ich diese, dann sieht eben der andere einen anderen Weg zum Gemeinwohl als ich. Ich kann mich täuschen, er kann sich täuschen. Aber es wäre dann unangemessen zu sagen, du willst jetzt plötzlich kein Gemeinwohl mehr. Deine Politik ist von Haus aus ungerecht, unnachhaltig. Ja, das kann sein. Aber ob das so ist, muss man erstmal argumentativ klären. Und wenn es sich argumentativ nicht klären lässt, in der Praxis ausprobieren. Und durch Versuch und Irrtum rauskriegen, was funktioniert. Wobei vielleicht nicht jedes Völklein alle Erfahrungen selbst machen muss, die andere Völkleins auch schon gemacht haben. Wo man vielleicht von Beispielen aus anderen Staaten oder zu anderen Zeiten das eine und andere lernen kann. Obwohl das, was früher richtig war, heute sehr wohl falsch sein kann. Es gibt keine Garantie, dass man das Richtige tut. Es ist nur so, dass man nach dem Gemeinwohl strebt und akzeptiert, dass man über den richtigen Weg zum Gemeinwohl unterschiedlicher Meinung sein kann. Auch der Staat hat eine ganz unterschiedliche Rolle, je nachdem, welche Vorstellung vom Gemeinwohl ich habe. Wenn ich weiß, durch eine wissenschaftliche Weltanschauung, durch einen bestimmten Glauben, durch den Mund eines bestimmten Führers, wenn ich weiß, was Gemeinwohl ist, dann ist doch klar, was der Staat zu tun hat mit seiner Möglichkeit, allgemeine Verbindlichkeit herzustellen, mit seinem Recht auf legitime Zwangsgewalt. Der Staat hat das Gute durchzusetzen. Dafür ist er da. Er hat das Gute auch in der persönlichen Lebenswelt der Bürger durchzusetzen. Denn wir wissen ja, was für den Menschen gut ist, was eine gute Lebensführung ist. Es wäre doch sinnwidrig, wenn der Staat den Einzelnen nicht dazu anhielte, das Richtige tun zu können, während die Einzelnen lieber das Falsche tun. Schließlich lassen Eltern ihre Kinder auch nicht alles Mögliche tun. Sie erziehen sie. Der Staat hat die Bürger zu erziehen. Ja, und wenn sie sich der Erziehung verweigern und obwohl man es ihnen 50 Mal erklärt hat, trotzdem das Falsche tun, ja, dann muss man sich durchsetzen. Dann muss der Staat das Widerstreben der Bürger brechen, den Widerstand brechen.
Es kann ja nicht sein, dass wir ein als richtig erkanntes Ziel deswegen aufgeben, weil ein paar Leute nicht mitziehen wollen. Das schaut in einer Welt, in der man an Gemeinwohl a posteriori glaubt, also daran, dass man das, was wirklich für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sorgt, ausprobieren muss, zwar aus der Geschichte lernen kann, aber was gestern gegolten hat, nicht heute oder morgen auch gelten muss, dass man also nie aus dem Prozess von Versuch und Irrtum hinauskommt, da wird die Rolle des Staates auch eine andere sein, nämlich die. Der Staat muss Rahmenbedingungen sichern für eine selbstbestimmte Vielfalt und für offene Konkurrenz verschiedener Ideen, wie man das Gemeinwohl verwirklichen kann. Der Staat muss eine Plattform für Streit und für Diskurs schaffen. Er soll sie nicht vermachten. Er soll schauen, dass das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gewusst werden kann, in den öffentlichen, in den politischen Diskurs eingebracht werden kann. Angstfrei, unvermachtet. Sodass sich, Habermas würde formulieren, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes durchsetzt. Und nicht der Standortvorteil der jeweils Mächtigen, die bestimmen, was in einem bestimmten Raum gesagt werden darf und was nicht. Und wenn man schon alles auf Konkurrenz aufbaut, Konkurrenz der Meinung, der Problemlösungsvorschläge der Politiken, dann muss der Staat natürlich Schutz gewährleisten für jene, die im pluralistischen Konkurrenzdruck, Konkurrenz um Meinungen, um Lebensentwürfe und Politikprojekte, die im pluralistischen Konkurrenzdruck wenig Chancen darauf haben, ein selbstdefiniertes, nicht von anderen vorgegebenes Lebensglück zu gewinnen. Konkurrenz sichern und die Schwächeren schützen in dieser Konkurrenz. Das ist dann die Aufgabe des Staates. Wie muss der Staat dann aufgebaut sein, dass er diese Ziele erreicht? Beim Gemeinwohl a priori ist es ganz klar, der Staat muss auf einer dem Gemeinwohl entsprechenden Leitidee aufgebaut werden. Der Staat muss so organisiert werden, dass Politik aus einem Guss entsteht. Dass alle an einem Strang ziehen. An jenem Strang ziehen, den die Wissenschaft definiert hat, den Gott uns offenbart hat, den ein genialer Mensch ausfindig gemacht und uns zum Ziehen hingehalten hat. Das muss der Staat leisten. Der Begriff dafür heißt Monismus, von griechisch Monos. Monos ist einzig, einzigartig, alternativlos. Das ist eine monistische Staatsvorstellung. Der Staat hat einen ganz konkreten Zweck. Wie man den Zweck umsetzt, ist klar. Und man muss es so organisieren, dass nicht zu viele Köche den Brei verderben. Einer kocht, die anderen arbeiten zu. Alle essen und sind dankbar für das, was angerichtet wird. Im Gemeinwohl a posteriori schaut der anzustrebende Staatsaufbau etwas anders aus. Der Staat hat eine ergebnisoffene, eine konkurrierende politische Willensbildung sicherzustellen. Er hat für echte politische Buntheit zu sorgen, der Staat. Er hat zu sorgen für Kompromissfindung. Er hat Mechanismen bereitzustellen, die aus dem Streit Kompromisse zu schmieden erlauben, die Mehrheitsentscheidungen möglich machen und dabei die Minderheiten schützen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. So ein Staat wird verdammt kompliziert werden. Der Begriff dafür lautet Pluralismus, kommt von lateinisch plures, heißt mehrere. Und der Leitgedanke ist, alles gibt es mehrfach. Ideen, Wünsche, Präferenzen, Hautfarben, politische Einstellungen, religiöse Überzeugungen, alles gibt es mehrfach. Alle Blumen sollen blühen können. Es soll bunt zugehen. Und Sie sehen, dass zwischen dem, was mit Monismus und Pluralismus einhergeht, erhebliche Unterschiede bestehen und dass die Folgen, auf welcher Klaviatur man über den richtigen Staatsaufbau nachdenkt, dass die Folgen gigantisch sind. Das wird besonders deutlich, wenn man sich nun klar macht, was eine gute Ordnung ist. Ausgehend von einer Gemeinwohlvorstellung a priori ist eine gute Ordnung folgende. Alle Macht soll in die Hand derer, die das wahre Gemeinwohl verwirklichen. Das sind jene mit der richtigen, nämlich wissenschaftlichen Weltanschauung. Das sind jene mit der richtigen Religion. Das sind jene, die dem Führer folgen oder der Führerin. Oder jenem sexuell indefiniten Wesen, das ja auch einmal an der Spitze der politischen Hackordnung stehen kann.
alle Macht in die Hand derer, die das wirklich Gute, das erkannt Gute tun wollen. Keine Hindernisse für die Machtausübung derer, die das Gute wollen. Wenn ich eine wissenschaftliche Weltanschauung habe, auf der ich unseren Staat aufbaue, dann gibt es keinen überzeugenden Grund, unwissenschaftliche, das heißt mir widersprechende Lehren zu verbreiten. Da gibt es keinen Grund, dass es Bücher gibt, wo was anderes drinnen steht, als das, was ich für richtig halte. Dann gibt es keinen Grund, dass die Bürgerschaft meines Staates Feindsender hört oder sich im Internet dort herumtreibt, wo andere Denkweisen als die objektiv richtigen, nämlich die meinen, erhältlich sind. Und natürlich muss ich mich durchsetzen können gegen Widerstand. Ich meine, wenn jemand ein Saboteur an der richtigen Weltanschauung, der richtigen Religion, der richtigen politischen Führung ist, ja, dann kann doch unser Staat, der das Gute will, dem nicht die Möglichkeit bieten, sich meinem ihn korrigierenden Zugriff zu entziehen. Wenn der Kerl an der Schule frech wird, muss ich die Möglichkeit haben, ihn zu feuern. Wenn er als Mitarbeiter einer Firma an seinem Arbeitsplatz politisch Falsches verbreitet, muss ich die Möglichkeit haben, ihn zu feuern. Wenn er nicht aufhört, muss ich die Möglichkeit haben, ihn einzuknasten. Und wenn er sich gar noch erdreistet, irgendwie große Anhängerschaft, um seine völlig falschen Ideen zu versammeln, muss ich die Möglichkeit haben, naja, ihn irgendwie zu beseitigen. Durch Verbannung oder durch Damnatio Memoriae oder Rübe ab. Muss sein. Ich weiß ja, wie das Ergebnis von Politik aussehen muss. Ich hoble ja. Und wo gehobelt wird, da fallen die Späne. Und wenn sich jemand zum Sparen machen lassen will, ja mein Gott, ist sein Problem. Ich bin für den Staat und das Gute zuständig. Na gut, wir haben Parteien, wir haben Verbände, wir haben Massenmedien. Sie sollen sein Transmissionsriemen des Guten. Der kollektive Massenorganisator, wie Lenin das genannt hat. Alles an gesellschaftlichen Organisationen muss sich in den Dienst des Guten und der politischen Führung stellen, die das Gute auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Weltanschauung, der wahren Religion oder weil der Führer es so anschafft, die das Gute praktiziert. Und möglichst alle sollen angeleitet vom Staat ihr Leben gemäß dem wahren Gemeinwohl ausgestalten. Sie sollen perfekte Nationalsozialisten, perfekte Realsozialisten, perfekte Muslime, perfekte Katholiken, perfekte Lutheraner, perfekte Buddhisten, perfekte Atheisten werden. Sie sollen völlig gleich ticken, nämlich richtig. Und ich hoffe, Sie merken, dass wir nichts Abstraktes besprechen, sondern von höchst konkreten Staaten aus Geschichte und Gegenwart. Wie schaut eine gute Ordnung bei einer Gemeinwohlvorstellung a posteriori aus? Naja, dann ist klar, genau der bekommt Macht, der sich in freier Konkurrenz mit Leuten, die auch Macht wollen, andere Ideen willen, in fairer Weise durchsetzt. Es ist gut, wenn man auf die Regierenden vertraut. Wenn man sagt, naja, die sind schon wissenschaftlich gebildet, die haben auch keine völlig aberwitzigen religiösen Vorstellungen, naja, und tüchtig sind sie auch. Aber, obwohl wir gute Gründe haben, den jeweils Regierenden zu vertrauen, ist Kontrolle besser. Kontrolle durch Gewaltenteilung. Selbst wenn wir ein alternativloses Genie an der Spitze der Regierung haben, ist es doch gut, dass es immer wieder mal Wahlen gibt oder Koalitionsverhandlungen, wo auch die Grenzen von politischen Genies erkennbar werden. Parteien, Verbände, Massenmedien sollen nicht Transmissionsriemen der Mächtigen hin zur Gesellschaft sein, sondern sie sollen Inputkanäle sein. Eine sich selbst bestimmende, sich selbst frei organisierende Gesellschaft soll über ihre Verbände, ihre Massenmedien, über ihre Parteien auf das, was der Staat tut, Einfluss nehmen, den Staat mitgestalten von der Gesellschaft aus und zwar in wechselseitiger Konkurrenz. Obendrein soll jeder nach eigenem Ermessen sein Leben gestalten, außerhalb eines sehr engen Minimalkonsenses, den wir gleich noch inhaltlich eingrenzen müssen. Wer Veganer sein will, soll Veganer sein. Wer nur Rotwein trinkt, soll nur Rotwein trinken. Wer keinen Sex will, soll das Recht haben, sexuell enthaltsam leben zu können. Und wer ein drittes Geschlecht hat, soll die Möglichkeit haben, mit diesem dritten Geschlecht richtig genannt zu werden, statt entweder sich zwischen Mann und Frau entscheiden zu müssen.
Jeder soll nach eigenem Ermessen sein Leben gestalten oder, wie es der alte Fritz gesagt hat, jeder soll nach der eigenen Fasson selig werden. Und wenn er dabei unglücklich wird, ist es seine Lebensentscheidung. Nicht der Staat hat ihn auf etwas gebracht. Der Staat hat keine andere Aufgabe als genau die Selbstbestimmung der Einzelnen, die Selbstorganisation der Gesellschaft, den Einfluss der Regierten auf die Regierenden zu ermöglichen. Um in diesem Prozess, im stetigen Kräftemessen, im stetigen Streit, um das Richtige herauszufinden, was denn wirklich dem Gemeinwohl dient und wo man sich vertan hat und wo folglich Politikkorrekturen notwendig sind. Wer soll die politische Macht haben? Ja, völlig klar beim Gemeinwohl a priori. Wer das wahre Gemeinwohl kennt, soll die Macht haben. Die richtige wissenschaftliche Weltanschauung, die richtige Religion, die richtige politische Gefolgschaft. Und natürlich jene, die sich in die Reihen derer einreihen, die das Richtige tun, obwohl sie selber von Wissenschaft nicht so viel wissen, vielleicht gar keine Religion haben, dem Führer auch misstrauen, aber sie laufen mit. Sie stören zumindest nicht. Ist okay, ist okay. Mitläufer sind akzeptabel. Bei Gemeinwohl a posteriori, Macht soll haben, wer in einer ergebnisoffenen Auseinandersetzung für sich als Person oder für seine Partei oder für seinen Antrag bei einer Volksabstimmung eine rechtlich ausreichende Mehrheit errungen hat. Der soll die Macht haben. Wie geht man mit politisch Andersdenkenden um, richtigerweise? Naja, bei einer Gemeinwohl a priori Vorstellung ist es klar, Andersdenkende, die noch nicht auf meinem wissenschaftlichen Erkenntnisniveau sind, die gar keine oder eine falsche Religion haben, die noch nicht wissen, dass unser Führer wirklich der Führer ist, auf den wir bauen können, die muss man überzeugen, die muss man gewinnen. Von Kindesbeinen an muss man sie einbettern in unsere Weltsicht, in unsere Wissenschaft, Religion und weiß der Teufel was, muss man symbolisch zum Ausdruck bringen, dass jene, die den Staat leiten, wirklich wunderbar sind. Ja, und wen man nicht überzeugen, gewinnen kann, ja, den muss man ausgrenzen und bekämpfen. Der gehört nicht zu uns. Dem soll keine Bühne geboten werden. Dessen Argumente sollen nicht salonfähig werden. Denn sie gehören nicht in einen vernünftigen Kopf und in unsere vernünftige Gesellschaft ohnehin nicht. Den muss man bekämpfen. Naja, bei einer Gemeinwohlkonzeption a posteriori schaut es etwas anders aus. Natürlich, wer anders denkt als ich, wo ich ja weiß, dass ich recht habe, den versuche ich zu überzeugen, den versuche ich zu gewinnen. Klar, und ich störe mich, wenn ich das nicht schaffe, sondern mein Konkurrent, der leider Gottes glaubt, er hätte recht. Ja, vielleicht hat er sogar recht. Vielleicht habe ich mich verrannt und er nicht. Sollte ich vielleicht mal näher hinhören. Was sagt er eigentlich? Was sind seine Argumente? Was sind die Daten, die er kennt? Er hat ja recht, nicht ich. Oh, es hat nicht ich ihn überzeugt, sondern er mich. Ist das jetzt schlimm? Ja, überhaupt nicht ist das schlimm. Ich bin klüger geworden. Lediglich jene Leute, die so ein schwaches Ich haben, dass sie jedes Umdenken als persönliche Niederlage empfinden, können Schwierigkeiten damit haben, von politischen Gegnern etwas zu übernehmen und zu lernen. Aber keiner ist ja gehalten, ein Schwächling zu sein, der genau deswegen völlig starr und bockig und verbohrt und vernagelt zu sein hat. Ja, wen ich jetzt aber nicht gewinnen kann, ja, Gott, den toleriere ich. Eigentlich schade, dass es euch gibt, beziehungsweise schlecht, dass ihr noch nicht auf meiner Seite steht. Naja, gut, aber solange die nicht stören, kann man sie links liegen lassen oder rechts liegen lassen, je nachdem. Solange sie nicht weiter stören, vielleicht sogar recht haben. Aber es kann ja sein, dass diese Leute, die ich nicht überzeugen kann, glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und überhaupt dieses ganze System, in dem ein jeder meinen kann, was er will, das kann doch nicht vernünftig sein. Es gibt doch Kriterien für das, was richtig ist. Dieses ganze System muss weg, weil es irrational ist. Diese Leute, die von einem Staat gebildet entlang der Vorstellung des Gemeinwohls a priori unseren auf Konkurrenz und Pluralität gegründeten Staat beseitigen wollen, naja, da muss der Spaß aufhören. Wer an die Stelle eines pluralistischen Wettstreites monistische Rechthaberei setzen und dafür den Staat einspannen will, der ist tatsächlich ein Feind. Der ist zu bekämpfen. Der Fachausdruck dafür lautet Extremist, aber dazu an späterer Stelle mehr. Und zwar eigentlich schon an dieser Stelle, denn wir können jetzt verschiedene Formen politischer Gegnerschaft sehr präzise voneinander unterscheiden. Das ist die Vierfelderwirtschaft, die wir zu betreiben haben.
Wo tut sich politische Gegnerschaft auf? Möglichkeit 1, in einem pluralistischen System. Das ist genau das, was wir in der letzten Stunde einen Verfassungsstaat genannt haben. Einen Staat mit Gewaltenteilung, und Sie haben hoffentlich mitbekommen, dass Pluralismus nichts anderes als Gewaltenteilung ist, insbesondere dezisive Gewaltenteilung. Unterschiedliche Leute wollen Unterschiedliches und treten deswegen in Streit untereinander ein. Das ist ein Verfassungsstaat. Gegnerschaft kann es aber auch in einem monistischen System geben, das auf einer bestimmten Weltanschauung aufgebaut ist, auf einer bestimmten Religion oder das einem bestimmten politischen Führer oder einer bestimmten politischen Führerin pariert. Also das sind zwei völlig verschiedene Spiele, in denen man politischer Gegner ist. Und obendrein kann sich die Gegnerschaft richten gegen einzelne Akteure im System. Mir gefällt die Nase von dem nicht und die Nase von dem anderen auch nicht. Es kann sich der Widerstand aber auch gegen das System als solches richten. Aufruhend auf der Überzeugung, dieses System ist falsch gebaut. Es ist schlecht. Seine ganze Leitidee taugt schon nicht und seine Praxis schon gleich gar nicht. So, damit haben wir vier Felder. Und in denen können wir nur ganz präzise verschiedene Formen von Gegnerschaft benennen. Und das ist tatsächlich der eingebürgerte politikwissenschaftliche Sprachgebrauch, den ich dringend zu lernen und weiterhin selbst in professioneller Kommunikation, idealerweise auch im Alltag, zu verwenden empfehle. Opposition nennen wir jene, die in einem pluralistischen System zwar gegen die aktuelle Regierung ankämpfen, aber sehr wohl für den bestehenden pluralistischen Verfassungsstaat sind. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland so gut wie immer jener gewesen, den wir auch in der Alltagssprache als Opposition bezeichnen. Als die Sozialdemokraten auf Bundesebene in Opposition waren, hatten sie zwar viel am Adenauer oder am Kohl auszusetzen, aber niemals am pluralistischen Verfassungsstaat, der ja selbst immer schon ein großes sozialdemokratisches Ziel gewesen ist. Wann immer die CDU in der Opposition war, hatte sie zwar viel am Brandt und am Schmidt, na, an dem schon weniger, aber am Brandt und am Schröder auszusetzen. Aber dass der Staat in Ordnung ist, war immer klar. Es stank einem halt, dass die Falschen regieren. Und deswegen ist man Opposition. Fußnote, ab und zu gibt es auch seine Art ran auf die Opposition. Da will dann jeder in Gegnerschaft seiner konkreten Regierung sein. Vielleicht, weil das Regieren ab und zu auch etwas unangenehm und schwierig ist und man sich da vielleicht mehr Schrammern holt, als wenn man in Opposition ist. Solche Situationen kommen in politischen Systemen auch immer wieder vor. Derzeit scheint Deutschland in einer solchen Lage zu sein. Wir beobachten das mit großem Interesse. Die nächste Form von Widerstand, die zu besprechen gilt, nennen Sie wirklich Widerstand. Als Widerstand oder als Widerständler bezeichnen wir jene, die in einer Diktatur gegen das ganze politische System und gegen die Träger dieses Systems kämpfen, um nämlich den diktatorischen Staat zu beseitigen und an seiner Stelle einen nicht-diktatorischen, idealerweise einen Verfassungsstaat aufzubauen. Solche Leute bezeichnen wir als Widerständler. Gegnerschaft in einer Diktatur gegen das ganze System. Die dritte Form von Widerstand haben wir vorhin schon genannt. Das sind jene, die in einer pluralistischen Ordnung, in der es ganz legitim ist, Opposition zu sein, die dort nicht nur gegen die jeweils aktuelle Regierung angehen, was ja legitim ist, keinem muss die Nase des jeweils herrschenden Kanzlers gefallen, sondern Leute, die in einem freiheitlichen Staat genau den freiheitlichen Staat mit seiner Spielregel, dass er eben bunt zu sein hat, auch für von einem selbst abgelehnte politische Meinungen, die einen solchen freiheitlichen, pluralistischen Staat beseitigen wollen. Der Name für diese Leute, der eingebürgerte Name, lautet Extremist. Extremist ist kein Schimpfwort oder eine Polemikvokabel. Es ist in der Politikwissenschaft ein Begriff mit einem sehr präzisen Inhalt, nämlich genau dem, der hier steht. Kampf gegen eine pluralistische Ordnung. Und dann haben wir, ja noch einmal, das Kriterium für Extremismus ist nicht, dass sich diese Typen einfach ablehnen oder besonders intensiv ablehnen. Das Kriterium ist das nachdrückliche Hinwirken auf eine Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wo dieses Kriterium vorliegt, liegt Extremismus vor. Wo es nicht vorliegt, liegt vielleicht Dummheit vor oder Radikalismus oder eine sonstige Art von mentaler Defizienz. Aber es liegt kein Extremismus vor, denn in einem pluralistischen Staat haben auch Rindviecher ihr Lebensrecht.
Die einzige Form von Gegnerschaft, für die es in der politikwissenschaftlichen Fachsprache noch keinen wirklich konsensuellen Begriff gibt, ist die vierte. Das ist das, was ich mit der Mehrheit der Kollegen Rebellen nenne. Das sind jene, die in einer Diktatur die jeweils Regierenden bekämpfen, ihrerseits aber nur andere Leute an der Macht haben wollen, aber nicht die Diktatur als solche beseitigen wollen. Denen stinkt bloß, dass nicht sie die großen Diktatoren sind. In Simbabwe ist derzeit solche Rebellion zu beobachten. Die Hauptagenten der bestehenden Mugabe-Diktatur haben den alten Diktator abgesetzt und versuchen, sich selbst an seine Stelle zu setzen, haben aber allem Anschein nach nicht die Absicht, einen Verfassungsstaat zu errichten. So, mit diesen Formen von Gegnerschaft, zwei guten und zwei schlechten, können Sie präzis argumentieren, und das sollten Sie tun. Gut ist Opposition in einem freiheitlichen Staat, gut, wenngleich auch lebensgefährlich, ist Widerstand in einer Diktatur. Schlecht ist Extremismus, also die Beseitigung eines freiheitlichen Staates. Und schlecht ist, wenn man lediglich die herrschende Clique beseitigen will, aber nichts für mehr Gerechtigkeit und mehr Nachhaltigkeit eines Staates zu tun gedenkt. Ja, und jetzt können wir allmählich Butter bei die Fische tun, aber es kommen keine Überraschungen. Was sind Beispiele für monistische und pluralistische Systeme? Gemeinwohl a priori, das war die Konzeption in sämtlichen realsozialistischen Staaten, einschließlich der DDR. Unter den gegenwärtigen Staaten finden Sie das in der Islamischen Republik Iran, im Islamischen Emirat Afghanistan, im wahhabitischen Königreich Saudi-Arabien und in noch manch anderen Staaten. NS-Deutschland war auf die Idee eines Gemeinwohls a priori, vom Führer erkannt, aufgeruht. Franco-Spanien desgleichen, da spielte dann die richtige Religion, gegen die sich diese ganz furchtbaren Liberalen und Linken vergangen haben, eine wichtige Rolle. Und Beispiele für Staaten mit Gemeinwohl a posteriori, ja, das ist die BRD und das sind alle freiheitlichen Verfassungsstaaten. Ja, und jetzt schauen wir die Sachen in anderen Perspektiven und die Fäden zusammenfassend an. Halten wir als allererstes fest, dass Monismus und Pluralismus in so unterschiedliche politische Systemtypen sie auch hineinführen, dass Monismus und Pluralismus beide exakt das gleiche Ziel verfolgen, nämlich eine gute Ordnung zu schaffen. Und an der persönlichen Aufrichtigkeit von Leuten, die monistische Systeme wie etwa sozialistische Diktaturen betreiben, muss man häufig nicht im Mindesten zweifeln. Wer eben überzeugt ist, von Gott einen bestimmten Kampfauftrag auf Erden erhalten zu haben, wer überzeugt ist, den Schlüssel zum Verständnis von Geschichte und Gegenwart in einer bestimmten Theorie gefunden zu haben, wer überzeugt ist, dass er einem politischen Führer oder einer politischen Führerin wirklich vertrauen kann, das muss kein schlechter Mensch sein. Das kann ein sehr ehrenwerter Mensch sein. An der Redlichkeit, Aufrichtigkeit, Lobenswertigkeit von dessen Motiven muss man sehr häufig nicht im Mindesten zweifeln. Also die Gleichsetzung von Monismus ist schlecht, Pluralismus ist gut, wird der Sache in keiner Weise gerecht. Das ist ja eben das Vertrackte. Gerade weil man das Gute will, und zwar in aller Aufrichtigkeit will, aber an einer bestimmten Stelle falsch abbiegt. Nämlich dort, wo es auf der einen Seite zum Monismus, Gemeinwohl a priori, auf der anderen Seite zum Pluralismus geht, Gemeinwohl a posteriori. Hier kann man im besten Willen falsch abzweigen. Und dann entsteht eben sehr Unterschiedliches. Monismus und Pluralismus verfolgen das gleiche Ziel, sie haben aber sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man das zur Gestaltung von Gesellschaft und Politik zugrunde zu legende Gute erkennen kann und wie man die Sache in die Praxis umzusetzen hat. Und wenn Sie noch das im Kopf haben, was wir in den Stunden über Gewaltenteilung uns vor Augen geführt haben, leuchtet ein, dass wahrscheinlich für den Einzelnen, der nicht gerade an den Krippen der Macht sich mästet, das Leben in einem pluralistischen Gemeinwesen wesentlich angenehmer ist als das Leben in einem monistischen Gemeinwesen. Schauen wir die Leitgedanken vom Pluralismus an und wir kommen hier auf etwas zurück, was ich an anderer Stelle schon einmal eingeführt habe. Der Leitgedanke von Pluralismus ist, Menschen haben zu Recht sehr verschiedene und von ihnen selbstbestimmte Interessen. Man hat einem Menschen nicht reinzureden, wenn er erklärt, was ihn in erster Linie und was ihn überhaupt nicht interessiert.
Und weil das so ist, ist es vernünftiger, diese Interessenvielfalt zu akzeptieren und auf den Versuch zu verzichten, diese Interessenvielfalt zu vereinheitlichen. Der Staat soll seinen Bürgern nur minimale Vorgaben machen. Sie sollen bunt sein dürfen. Insgesamt soll das politische System aufgebaut sein auf Interessenkonkurrenz. Aber weil Konkurrenz am Ende irgendwie entschieden werden muss, wer setzt sich durch, soll sich das durchsetzen, was bei Wahlen oder Abstimmungen eine Mehrheit findet. Wir werden später noch mal kurz überlegen, ob das sinnvoll ist. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dass die Minderheit sich durchsetzt? Fußnote, jeder wird die Antwort schnell finden. Wenn man an ein Gemeinwohl a priori glaubt, ist es natürlich sinnvoll, dass die Minderheit sich durchsetzen kann, wenn sie nämlich Recht hat. Wenn man das nicht glaubt, spricht relativ wenig für die Sinnhaftigkeit dessen, dass die Minderheit sich durchsetzen soll anstelle der Mehrheit. Aber ein politisches System auf Konkurrenz aufzubauen, gelingt ohne Gefahr von Bürgerkrieg und ohne Gefahr für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit nur dann, wenn es einen bestimmten Minimalkonsens gibt, den wir jetzt gleich inhaltlich näher bestimmen müssen, und wenn es einen wirkungsvollen Schutz für jene gibt, die beim konkurrenzorientierten politischen Ringen unterliegen oder unterliegen können, Minderheiten und Schwache. Die zu schützen, ist die Aufgabe eines pluralistischen Staates. So, worin besteht der Minimalkonsens? In der Sprache von Ernst Fraenkel ist das der nicht streitige Sektor. Manches wird streitfrei gestellt, über manch anderes darf gestritten werden. Und was ist das, was nicht bestritten werden darf in einem pluralistischen Staat? Diesen Minimalkonsens kann man in drei Bereiche aufteilen. Wertekonsens ist der erste Bereich. Und zum Wertekonsens gehört die Akzeptanz der allgemeinen Menschenrechte. Was an dieser Stelle in Probleme führt, habe ich Ihnen bei der Diskussion des materiellen Rechtsstaates vor Augen geführt. Woher wissen wir, dass der Mensch überhaupt Rechte hat? Oder wie konstruieren wir halbwegs nachhaltig sowas wie Menschenrechte? Aber die Denkfigur, dass es Menschenrechte gibt, die gehört zum Minimalkonsens. Sicherung von Vielfalt ist ein wichtiges Element des Wertekonsenses. Vielfalt ist an sich gut. Buntheit ist an sich gut. Aber da muss man das auch für politische Meinungen und auch für abgelehnte politische Meinungen zulassen. Sonst lügt man sich und anderen etwas vor. Der zweite Teil des Minimalkonsenses ist der Verfahrenskonsens. Zum Verfahrenskonsens gehört in allererster Linie die Gewaltfreiheit. Die Gewaltfreiheit beginnt bereits dort, wo man in die Kommunikationsrechte des anderen eingreift. Da muss sie schon zunächst einmal wirken. Gewaltfrei ist es nicht, wenn bei öffentlichen Diskussionsveranstaltungen man den Redner nicht zu Wort kommen lässt. Wenn man überhaupt öffentliche Veranstaltungen unterbindet, weil der Falsche etwas Falsches sagen könnte. Da fängt schon Gewalt an. Gewaltfrei müssen Diskurse sein. Gerade den Gegner muss man zu Wort kommen lassen. Voltaire hat es einmal schön formuliert. Zwar würde er die Meinung des anderen auf das Entschiedenste bekämpfen, aber auf das Entschiedenste dafür kämpfen, dass der andere seine von ihm Voltaire für falsch gehaltene Meinung sagen kann. Und es dürfte Ihnen unschwer auffallen, dass unser öffentliches Leben und auch unsere Universitäten von diesem Zustand inzwischen wieder ein nennenswertes Stück entfernt sind, sodass hier jeder seine persönliche Aufgabe sehen kann. Auch in Universitäten braucht es kommunikative Gewaltfreiheit und nicht den Versuch, das persönlich für richtig Gehaltene durch eigene kommunikative Machtausübung durchzusetzen. Es gehört zum Verfahrenskonsens das Prinzip, dass Chancengleichheit zu verwirklichen ist. Chancengleichheit auch, nicht nur für Schwache, sondern Chancengleichheit auch für den Gegner. Auch für den politisch zutiefst abgelehnten Gegner muss Chancengleichheit da sein. Chancengleichheit heißt nicht Ergebnisgleichheit. Chancengleichheit heißt auch nicht, dass jeder die gleiche Fähigkeit hat, Chancen auszunutzen. Wenn Dynamo Dresden gegen Bayern München spielt, sind sie zwar chancengleich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Tore schießen und die anderen eher kassieren, die kann dann jeder Kundige im Vorhinein schon erkennen. Dennoch würde niemand sagen, es ist sinnlos, dass Dynamo Dresden gegen Bayern München spielt. Man kann trotzdem viel Spaß haben, auch wenn es eine 5:0-Klatsche gibt. Und der dritte Teil des Minimalkonsenses ist der Ordnungskonsens. Das ist Einvernehmen darüber,
über welche Institutionen und auf welchen Arenen ein jeweils konkreter Konflikt auszutragen ist. Welche Konflikte müssen auf der Straße ausgetragen werden? Welche gehören in die Parlamente? Welche gehören vor die Gerichte? Darüber muss es Konsens geben. Natürlich kann man die Zuständigkeiten, die Foren, die Institutionen verändern. Aber erst nachdem ein bestimmter sachlicher Konflikt abgeschlossen ist. Man darf nie Verfahrensfragen mit inhaltlichen Verfahren mischen. Außer man will sich taktisch klug durchsetzen. Aber ein kluger Mensch erkennt die Absicht, ist verstimmt und wirkt ihr entgegen. Woher wissen wir, dass das der Minimalkonsens ist? Hat das der liebe Gott am 7. Schöpfungstag geoffenbart? Nö, das ist nichts anderes als Lernen aus Versuch und Irrtum. Wir überblicken etliche Jahrtausende der Geschichte des Regierens. Wir überblicken etliche Jahrhunderte der Versuche, sich freiheitlich zu regieren. Und aus alledem, was wir da gesehen haben, haben wir gelernt, dass das die Minimaldinge sind, die akzeptiert werden müssen, wenn wir die Vorteile eines pluralistischen, auf Lernen gegründeten Gemeinwesens haben wollen. Es ist Lernen. Es sind Lernergebnisse. Und vielleicht ist nicht alles richtig, vielleicht lernen wir übermorgen Besseres, dann können wir das ablegen. Aber nach dem jetzigen Wissensstand, insbesondere der Vergleich der politischen Systemanalyse, sind das wirklich die Minima, die wir einhalten müssen. Im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ist das noch näher ausgedeutscht worden. Und weil das so schön die Anschlussstellen zu anderen wichtigen politikwissenschaftlichen Konzepten stiftet, gehen wir den Minimalkonsens dieses Landes durch, den das Bundesverfassungsgericht in den frühen 50er Jahren in klassischer Weise gefasst hat, nämlich als es darum ging, die Nachfolgeorganisation der NSDAP mit dem Namen Sozialistische Reichspartei zu verbieten und folglich die Notwendigkeit bestand zu definieren, was ist freiheitliche demokratische Grundordnung, was ist der Minimalkonsens dieses Staates. Und der Minimalkonsens, hier so definiert und in anderen Staaten in anderer Formulierung ähnlich, der Minimalkonsens umschließt erstens die Achtung vor den Menschenrechten, wie sie etwa im Grundgesetz konkretisiert sind. Das meint Wertbindung und materieller Rechtsstaat. Das ist das erste Element unseres Minimalkonsenses. Zweitens Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte. Das ist der formelle Rechtsstaat. Materielle und formale Rechtsstaatlichkeit gehören zum Minimalkonsens dieses Landes und aller freiheitlichen Staaten. Drittens Gewaltenteilung. Wobei Gewaltenteilung so komplex zu verstehen ist, wie ich das in den letzten zwei Vorlesungsstunden ausgedrückt habe. Dann viertes Prinzip, das was das Verfassungsgericht, wie mir scheint, missweisend Volkssouveränität genannt hat. Gemeint hat das Verfassungsgericht das Demokratieprinzip, dass die Ausübung politischer Macht rückgebunden sein muss an das, was die Regierten zu akzeptieren bereit sind. Das ist Minimalkonsens dieses Landes. Das nächste Prinzip erlaubt uns, einen weiteren Begriff nun endlich mal systematisch einzuführen, das ist die Verantwortlichkeit der Regierung. Aus der Stunde über Systemtheorie wissen Sie noch, was Responsivität meint, nämlich die Fähigkeit eines Systems, Anregungen aufzunehmen und so umzusetzen, dass auf diese Anregungen reagiert wird. Die Frage lautet, wie bringt man eine Regierung dazu, auf Bürger oder auf gesellschaftliche Wünsche zu reagieren? Wie lässt sich Responsivität erzwingen, wenn die Regierenden das nicht wollen? Und zu unserem Minimalkonsens gehört, dass die Regierenden nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern stets in der Furcht des Herrn stehen. Und der Herr sind wir, das Volk. So, was meint vor diesem Argumentationshintergrund Verantwortlichkeit der Regierung? Und gehen Sie jetzt wirklich den Gedankengang mit, weil die Verantwortlichkeit ist oft so eine Lehrformel. Man verwendet den Begriff und sagt, der Minister übernahm die Verantwortung, indem er zurücktrat. Hä? Wieso übernimmt man Verantwortung, wenn man zurücktritt? Wie ist die Wirkungskette tatsächlich beschaffen? Das gilt es jetzt zu verstehen und darum bleiben Sie dran und verlieren Sie nicht den Kontakt mit dem Fortgang des Arguments. Verantwortlichkeit besteht aus verschiedenen Wirkungszusammenhängen und zwar konkret aus den folgenden. Der A, wer immer das ist, ein Amtsinhaber, eine Partei, der A muss dem B, wer immer das ist, eine Person, eine Partei, ein Staat, der A muss dem B auf seine Fragen antworten.
Genau das ist der Wortsinn von Verantwortlichkeit. Du musst Antworten geben. Du darfst dich nicht in Schweigen hüllen. Du darfst nicht sagen, ja, was geht dich das an, was ich tue? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Nö. Rechenschaft wird geschuldet. Verantwortlichkeit meint, man darf sich Fragen nicht entziehen. Das ist aber nur der Beginn der Wirkungskette, denn es geht so weiter. Es muss der Staat so eingerichtet sein, dass der B, eine Oppositionspartei, eine kritische Zeitung, es muss so eingerichtet sein, dass der B völlig frei ist, mit den Antworten von A und was er dabei hört oder sich zusammenreimt, zufrieden zu sein oder eben unzufrieden zu sein. Es gibt keine Pflicht, denen, die auf meine Fragen antworten, alles abzukaufen. Es gibt keine Pflicht, einem Kanzler oder einer Kanzlerin abzunehmen, dass das stimmt, was er oder sie sagt. Ja, wie geht's weiter? Es muss das Gemeinwesen, so unser Minimalkonsens, so eingerichtet sein, dass der B, der Journalist, die Opposition, ein anderer Staat, als Reaktion auf A's Antworten, die ihn vielleicht nicht befriedigen, dass er, der B, dann Dinge tut, die der A fürchtet. Oder es kann so sein, dass er, der B, Dinge tun kann, die der A wünscht. Dass also der A ein Interesse daran hat, auf die Fragen vom B so zu antworten, dass der B sich freut und ihm, dem A, dann etwas Gutes tut. Also es muss der B mit einer Handlungsautonomie ausgestattet sein. Und jetzt Achtung, jetzt ziehen wir die Fäden zusammen. Wenn ein System so eingerichtet ist, dass ich als A auf einen gleich wie lästigen B und seine Fragen eingehen muss und dass ich befürchten muss, dass der B, wenn er mit meinen Fragen nicht oder mit meinen Antworten nicht einverstanden ist, dass er Dinge tut, die ich nicht gerne hätte, dann werde ich die Folgewirkungen im Voraus bedenken. Es wird eine Antizipationsschleife entstehen, wie ich sie Ihnen zu Beginn des Semesters anhand von Macht vor Augen geführt habe. Das Vorzeigen von Folterinstrumenten übt bereits Macht aus, weil der, dem die Folterinstrumente vorgezeigt werden, weiß, wenn er sich anders verhält als von dem Vorzeigenden gewünscht, werden diese Folterinstrumente angewendet. Und das tut dann weh. Und das möchte man sich ersparen. Hier geht es um Folterinstrumente. Die Fragen von dem B und das, was der B dann tun kann, wenn er nicht mit den Antworten vom A einverstanden ist, das ist das zentrale politische Folterinstrument. Kritische Medien, kritische Öffentlichkeit, kritische Zivilgesellschaft, kritische Opposition, all das sind die Leute, die ich als jemand, der in der Macht ist und an der Macht bleiben will, fürchte. Ich werde also antizipieren, dass ich mich in eine blöde Situation genau dann bringe, wenn mich der B Dinge fragt, auf die ich keine guten Antworten habe. Und was werde ich, wenn ich halbwegs vernünftig bin, folglich tun? Ich werde mich bemühen, Dinge zu unterlassen, die ich anschließend nicht erklären kann, die ich anschließend nicht rechtfertigen kann, wo ich anschließend schlecht aussehe. Ich als Lebensabschnittsgefährte werde mich bemühen, Dinge zu unterlassen, die meine Lebensabschnittsgefährtin als Treulosigkeit, Seitensprung oder ein betrügerisches Verhältnis auslegen könnte. Und folglich werde ich dann treuer sein, als ich es andernfalls wohl wäre. Ich als Regierungschef oder sagen wir mal ich als Minister werde schauen, dass im Zuständigkeitsbereich meines Ministeriums Schlamperei und falsche Entscheidung, Korruption nicht um sich greifen. Wenn ich befürchten muss, eines Tages kommt ein Journalist oder die Opposition den schlimmen Zuständen in meinem Ministerium auf die Schliche und fragt mich als den zuständigen Minister, hast du denn nichts bemerkt? Denn wenn ich dann sagen muss, nö, tut mir leid, ich habe nichts bemerkt, dann lautet die Anschlussfrage, glaubst du wirklich, dass du deinem Amt gewachsen bist? Und wenn ich sage, doch, ich habe es bemerkt, lautet die Anschlussfrage, ja und warum hast du nichts getan? Ist dir das egal? Bist du zu schwach? Und auch dann habe ich keine gute Antwort. Wenn ich also mein Amt behalten will, muss ich mich bemühen, tüchtig in meiner Funktion zu sein. Und das ist der Zweck von Verantwortlichkeitszumessung.
Tüchtigkeit zu erzwingen. Tüchtigkeit zu erzwingen. Und hinter dieser unscheinbaren Formulierung, die Regierung muss verantwortlich sein, verbirgt sich im Grunde der Konsens darüber, dass wir institutionelle Mechanismen brauchen, welche die Regierung wirksam kontrollieren können, sodass die Regierenden sich mehr anstrengen, als sie sich anstrengen würden, gäbe es diese Folter- und Kontrollinstrumente nicht. Und ich hoffe, dass wann immer Sie wieder mal die Redewendung hören, jemand müsse Verantwortung übernehmen oder hätte Verantwortung übernommen oder sei doch verantwortlich, dass Sie sich nicht mit dem bloßen Begriffsgeklingel abspeisen lassen, sondern diese ganze Wirkungskette im Kopf haben und bedenken und in der Wirklichkeit wiederfinden, die ich jetzt mit einiger Liebe zum Detail Ihnen geschildert habe. Was gehört noch zum Minimalkonsens freiheitlicher Staaten? Das Mehrparteienprinzip mit Chancengleichheit für alle politischen Parteien. Das ist politischer Pluralismus. Und das Schönste, sage ich oft, zum Minimalkonsens gehört das Recht auf Opposition. Wie freiheitlich ein Staat ist, erkennt man daran, wie mit politisch Andersdenkenden umgegangen wird. Ein Staat, in dem politisch Andersdenkende Schwierigkeiten haben, Räumlichkeiten für ihre Parteitage zu finden, ist kein richtig freier Staat mehr. Und leider sind wir hier in Deutschland vom Pfad der Tugend auch ein nennenswertes Stück abgekommen. Schauen wir an, welche Funktionen denn die Opposition hat, warum es so wichtig ist, dass sie sich entfalten kann. Opposition hat folgende Funktionen. Erstens, Opposition kontrolliert die Regierungsmehrheit, sichert also Verantwortlichkeitsketten, hat jene Folterinstrumente zur Hand, welche die Regierung dazu veranlassen, besser zu sein, als sie ohne wirkungsvolle Opposition wäre. Sie können ja gerne wieder aus Versuch und Irrtum lernen. Im letzten Deutschen Bundestag gab es eine ziemlich schwache Opposition. Und bei den wichtigsten politischen Inhalten, nämlich der Migrationspolitik, war die Opposition im Wesentlichen der Position der Regierungsmehrheit. Effektiv gab es im Parlament keine Opposition, außer bei einem kleinen, ich glaube, im Wesentlichen in Bayern beheimateten Koalitionspartner. Die Opposition organisierte sich außerhalb des Parlaments und ist jetzt in Gestalt einer neuen Partei im Bundestag vorhanden. Und sollten wir eine Minderheitsregierung erleben, tja, dann werden die vielen Oppositionsparteien der Regierung ziemlich arg zusetzen. Was unsere Kanzlerin, eine bequeme große Koalition gewöhnt, antizipiert, weswegen sie klar sagt, sie hält nichts von Minderheitsregierungen. Ja, kein Wunder, da regiert sich's auch ziemlich angestrengt. Würde ich auch nicht wollen als Regierungschef. Als Opposition aber schon. Denn dann kann man wirklich Einfluss ausüben durch Kontrolle und durch das Vorzeigen von Folterinstrumenten. Opposition also gibt es sowohl innerparlamentarisch wie außerparlamentarisch. Es ist nichts Anrüchiges an außerparlamentarischer Opposition. Die Vorstellung ist ganz und gar freiheitsfremd, dass man nur im Parlament opponieren dürfte. Ja, natürlich darf man außerhalb des Parlaments auch opponieren. Natürlich dürfen Bürger Proteste machen. Natürlich dürfen sie Straßenumzüge machen. Und wenn sie es denn wollen, dürfen sie natürlich auch jeden Montagabend sich zusammenfinden, um einen Feldgottesdienst mit anschließender Feldprozession abzuhalten. Das erschüttert das Gemeinwesen nicht, sondern zeigt lediglich an, dass bestimmte politische Positionen von der wahrgenommenen politischen Klasse nicht vertreten worden sind. Geleistet wird solche Opposition vor allem durch öffentliche Kritik. Ab und zu vergreift sie sich auch im Tonfall, dann sind Regierende, die man nicht mag, Volksverräter, was der Sache, wie mir scheint, nicht vollständig gerecht wird. Die zweite Funktion von Opposition ist die Bereitstellung von Alternativen. Nichts befördert mehr das Aufkommen von Opposition als die arrogante Feststellung der Machthabenden, ihre Politik sei alternativlos. In Deutschland führte das sogar zur Gründung einer Partei, die, wenn ich mich recht entsinne, den Namen Alternative sogar im Parteinamen führt. Nicht ohne einen gewissen Erfolg im Übrigen. Als Opposition hat die Aufgabe, Alternativen bereitzustellen. Sachalternativen. Was könnte man anders tun auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit? Programmalternativen. Wie unterschiedlich müsste man überhaupt das ganze Regierungshandeln angehen,
wenn Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit entstehen sollen. Personalalternativen. Wer sonst könnte denn in die öffentlichen Ämter einrücken als jene Mannschaft, die gerade an der Macht gewesen ist? Die dritte Funktion von Opposition ist die Thematisierung von Problemen, welche die Regierung lieber liegen lassen würde. Das nennt sich ab und zu im Schrifttum auch die Initiativfunktion von Opposition. Regierung will sie mit was nicht befassen, etwa mit Migration. Und folglich will man dieses Thema auch nicht in die öffentliche Debatte bringen. Da könnte man ja Beifall von der falschen Seite bekommen. Es könnten Themen salonfähig werden, die eigentlich in den Salons nicht diskutiert werden sollen. Folglich redet man lieber gar nicht drüber. Ja, dann unternimmt es außerparlamentarische Opposition, wenn parlamentarische Opposition das nicht tut. Bis halt die außerparlamentarische Opposition eines Tages parlamentarisch geworden ist. Wie macht man das? Man thematisiert Probleme durch öffentlichkeitswirksame symbolische Aktionen. Früher war einmal Greenpeace hier Spitzenreiter. Inzwischen haben die Identitären sich die Taktiken und Strategien von Greenpeace abgeschaut und fallen nun ihrerseits durch symbolische Aktionen auf. Auch die von mir vorhin besprochenen Dresdner Feldgottesdienste und Feldumzüge sind natürlich öffentlichkeitswirksame symbolische Aktionen. Und in den schönen Dresdner Plätzen ist das erst recht fernsehwirksam geworden und hat bundesweit eine Bedeutung bekommen, die dem Phänomen, so wie es in Dresden auf den Straßen war, nicht im Mindesten angemessen war. Opposition kann zu Thematisierungszwecken auch plebiszitäre oder quasi-plebiszitäre Instrumente nutzen, etwa Unterschriftensammlungen machen. Ein bestimmter hessischer CDU-Politiker wurde Ministerpräsident, weil er, obschon nicht in der Zuständigkeit eines Bundeslandes liegend, zum neuen Ausländerrecht eine Unterschriftenaktion durchführte mit dem Hintergedanken, wer hier unterschreibt, ist gegen das neue Ausländerrecht. Wer gegen das neue Ausländerrecht ist, ist gegen die rot-grüne Regierung. Wer gegen die rot-grüne Regierung ist, der wird uns wählen. Die Rot-Grünen, auch in Hessen, schäumten, spuckten Gift und Galle. Es hat aber in der Praxis funktioniert. Im Übrigen, plebiszitäre Instrumente, von denen wir in der letzten Stunde sprachen, beginnen immer mit Unterschriftensammlungen. Plebiszitäre Instrumente sind Oppositionsinstrumente, mit denen Leute ihren politischen Willen explizieren und ausdrücken können, die von der etablierten politischen Klasse nicht in einem sie befriedigenden Umfang vertreten oder wiedergespiegelt werden. Das ist echt eine für Demokratie und Pluralismus wichtige plebiszitäre Aufgabe. Die vierte Funktion von Opposition ist die Integration derer ins Gemeinwesen, welche die Regierung ablehnen und die Politik der Regierung ablehnen, aber der Regierungsmehrheit eben nun, weil sie die Rolle der Opposition haben und sie dank freien Medien und so weiter ausüben können, die der Regierungsmehrheit, die sie ablehnen, Schranken ihrer Gestaltungsmacht setzen können. Zwar regiert man nicht, aber man kann verhindern, dass die anderen sich ständig durchsetzen. Und am besten werden jene integriert, die zwar jetzt leider Gottes, wie sie finden, nicht an der Macht sind, die aber darauf hoffen können, eines Tages wieder mitregieren zu können, als Koalitionspartner oder als größte Partei. Auf den Weg dazu haben sich bislang noch sämtliche deutschen Protestparteien zu bundesdeutschen Zeiten gemacht. Die Grünen fingen an als Antiparteienpartei, sie wollten bloß opponieren, haben aber ziemlich schnell begriffen, dass Mitregieren besser ist. Die PDS fing an als anti-bundesdeutsche Oppositionspartei, ist aber in Sachsen-Anhalt über das Tolerieren einer dortigen SPD-Minderheitsregierung in die Rolle eines ganz normalen politischen Akteurs unseres politischen Systems geführt worden, übte dann Regierungsmacht in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern aus und regiert inzwischen sogar ein Bundesland, ohne dass dort irgendwelche freiheitszersetzenden Tendenzen sichtbar geworden wären. Es funktioniert. Und die AfD zerstreitet sich seit einiger Zeit über die Frage, ob man eine fundamentale Opposition zum BRD-System sein solle oder ob man so vernünftig werden solle, dass man eines Tages als Tolerierungspartner oder gar als Koalitionspartner auftreten könne. Das alles ist in den Begriff der Integrationsfunktion gefasst. Nichts integriert ein Gemeinwesen stärker als das Recht auf Opposition. Gerade das Recht, bunt und anders zu sein, hält eine Gesellschaft zusammen. Konflikte verbinden und nicht staatliche Vorgaben. Bitte.
wenn der Staat in seiner Gewaltenteilung so eingerichtet ist, dass es zur Blockade von Politikprozessen kommt, ja, dann kann ein Staat natürlich lahmgelegt werden. Ja, selbstverständlich. Das ist doch der Gedanke von Gewaltenteilung, zu verhindern, dass jene, die politische Macht haben, einfach tun, was sie wollen. Sie müssen sich die Macht teilen. Und Opposition, innerparlamentarisch wie außerparlamentarisch, ist in einem pluralistischen Staatswesen im Zug der dezisiven Gewaltenteilung ein wichtiger Träger von politischer Macht. Man muss nur den Staat so einrichten, dass es nicht ständig Blockaden gibt. Entweder hat ja die Opposition recht, dann soll die Regierung gefälligst nachgeben, oder die Opposition hat Unrecht, dann soll die Regierung bis zur nächsten Wahl versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie Recht hat. Deswegen die Wahltermine nicht zu weit auseinander liegen dürfen und es ideal wäre, wenn es zwischendrin Volksabstimmungen gäbe. Systemblockaden müssen verhindert werden, aber nicht um den Preis politischer Freiheit. Die Balance zwischen Freiheit und Effizienz, das ist das Kunststück. Und wie das jeweils zu machen ist, das lernt man eben nur durch Versuch und Irrtum. Also aus Erfahrung und nicht durch Vorstellungen vom grünen Tisch her. Soviel zu den Funktionen von Opposition. Die Farben haben alle ihre Bedeutung, bitte selber drüber nachdenken. Der Pfeil hat im Übrigen auch eine Bedeutung. So, wir fassen das Ganze noch weiter zusammen, indem wir den Grundgedanken von Pluralismus und Monismus. Was ist mir jetzt entgangen? Wir fassen das Ganze noch stärker zusammen, indem wir den Grundgedanken von Pluralismus und Monismus anhand der Fränkelschen Begriffe vom streitigen und nicht streitigen Sektor, Minimalkonsens und so weiter, auch noch grafisch darstellen. Es kann ein Staat so organisiert sein, dass das, was man an Minimalkonsens erwartet, sehr eng ist. Menschenrechte, Gewaltfreiheit und ein Grundverständnis, wer wofür zuständig ist. Und dass die Menge dessen, worüber man streiten kann, unglaublich groß ist. Wirklich schön bunt. Das ist die eine Möglichkeit, das ist, wie ein pluralistischer Staat funktioniert. Das Gegenmodell ist so, dass die angestrebten politischen Grundüberzeugungen sehr ausgedehnt sind. Alle sollen gute Muslime, perfekte Sozialisten oder sonst was sein. Und das, worüber gestritten werden darf, sehr eng. Wir Sozialisten diskutieren nach vorne, wir machen keine Fehlerdiskussion. Hauptsache ist, die Fabrik wird in Betrieb genommen. Darüber, wie es genau gehen kann, können wir ja streiten. Aber dass die Fabrik hier hin muss, das ist klar. Das hat nämlich die politische Führung im entsprechenden Planungssekretariat vorgegeben. Streitiger Sektor klein, verlangt der Konsens groß. Das ist Monismus und führt oft zu nichts Gutem. So, wenn im Pluralismus jetzt alles auf Streit gegründet sein soll, soll man nun endlos streiten? Wie beendet man den Streit? Was sind dafür geeignete Regeln? Tja, eine Möglichkeit ist, man diskutiert so lange, bis alle einer Meinung sind. Das versucht man in so Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen häufig. Dauert dann wochenlang und führt oft doch nicht zum Erfolg. Die Frage lautet, was tut man denn, wenn eine Entscheidung nötig ist, sich aber kein Einvernehmen herbeiführen lässt? Es ist ja nicht so, als ob es in der Welt ein Naturgesetz gäbe, wann immer eine Entscheidung notwendig ist, sehen schon alle rechtzeitig ein, was zu tun ist. So ist die Welt nicht eingerichtet. Folglich wird es keine Idee sein, allgemeine Diskussionen bis zum allgemeinen Konsens zur Regel zu machen. Die nächste Möglichkeit ist, dass die Minderheit entscheidet. Eine Minderheit zu finden ist nicht so schwierig wie eine Mehrheit zu finden. Warum soll denn nicht eine Minderheit entscheiden? Tja, aber Sie merken schon, erstens ist die Frage, die wirkt so ganz blöde, wieso Minderheit entscheiden? Ja gut, wenn wir Gemeinwohl a priori im Kopf haben, jene mit dem besseren Bewusstsein, der besseren Religion, dem besseren Führer, warum soll nicht die sich durchsetzen können? Wenn aber das nicht da ist, weder der feste Glaube an eine bestimmte Weltanschauung, wissenschaftliche Weltanschauung, Religion und so weiter, hat man ja viele Minderheiten. Welcher der Minderheiten soll man dann folgen? Soll man bei der SPD dann mehr den Seeheimern folgen oder mehr der früheren Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer fragen? Welche Minderheit soll man folgen? Und obendrein ist das eben in der Tat nur dann systematisch akzeptabel, wenn man glaubt, die Minderheit habe das Gemeinwohl a priori erkannt. So, dann kann man sagen, ja, bis zum allgemeinen Konsens diskutieren geht praktisch nicht. Minderheit soll entscheiden, ist nicht plausibel. Ja, dann bleibt wenig anderes über, als dass die Mehrheit entscheidet. Das wirkt schon auf den ersten Blick überhaupt
überhaupt plausibel. Und er schließt eine Menge von Vorteilen, nämlich die Vorteile des sogenannten Mehrheitsmechanismus. Vom Wiederwahlmechanismus haben wir ausführlich gesprochen. Jetzt begreifen Sie bitte auch noch den Mehrheitsmechanismus und was er an Lern- und Leistungsfähigkeit einem pluralistischen System einbaut. Es fängt wieder an mit einem großen politischen Führer, der eine Mehrheit haben möchte. Bei denen da, das sind wir das Volk. Der Punkt ist der, es gibt nun leider Gottes auch noch einen anderen, der was anderes will, weil wir leider Gottes ein pluralistisches Gemeinwesen haben. Tja, der möchte die Mehrheit für den Braunen da oben verhindern und selber eine Mehrheit gewinnen. Was wird der Kerl also machen? Er führt den Leuten vor Augen, welche nachteilige Folgen die Politik des Gegners nach sich gezogen hat oder demnächst nach sich ziehen wird. Also das, was in Wahlkämpfen immer gemacht wird und ja auch sehr vernünftig ist, wie Sie sehen werden. Denn wenn unser brauner großer Führer nicht vollständig Meschugge und altersschwach ist, dann wird er begreifen, mit welchen Argumenten der Gegner ihm zusetzen könnte. Welche mehrheitsverhindernden Argumente er also um ihre Überzeugungskraft bringen muss. Und wie macht man das unter freiheitlichen Bedingungen, wenn man die Kommunikation nicht unterbinden oder manipulieren kann? Ja, dann muss man eine Politik führen, die Nachteile für möglichst wenige verursacht. Weil sonst die Kritik von deiner Politik haben die meisten Leute Nachteile, nicht widerlegt werden kann. Unser Blauer appelliert an mehrheitsverhindernde Interessenlagen. Ihr wollt doch das nicht und ihr wollt das auch nicht und ihr schon gleich gar nicht. Sorgt dafür, dass der keine Mehrheit kriegt. Was wird also unser Brauner machen? Tja, er wird versuchen, so viele Interessen wie möglich zu berücksichtigen. Das heißt, so viele Interessen zu berücksichtigen, wie nötig sind, dass er die Mehrheit kriegt. Er muss natürlich nicht auf alle zugehen, aber auf so viele, dass er die Mehrheit kriegt, wird er zugehen müssen. Aha, unser Blauer versucht das Letzte, was er noch machen kann, er sucht Schwachpunkte in der Argumentation des Gegners. Er sagt, das, was der Gegner sagt, das klingt auf den ersten Blick gut. Wenn man näher hinguckt, merkt man, das ist faul und das ist schlecht. Der Braune, wenn er nicht vollständig blöde ist, wird also sich bemühen, ausnutzbare Schwachpunkte in seinen Aussagen, in seiner Programmatik zu vermeiden, damit er in Debatten gut dasteht. Merken Sie, was da passiert? Der Braune, weil er unter Leistungs- und Konkurrenzdruck steht, wird, wenn er vernünftig, wenn er rational agiert, weniger Nachteile zu verursachen, sich bemühen und wird danach streben, mehr Interessen zu berücksichtigen, als er ohne solche Konkurrenz berücksichtigen würde. Aus Eigeninteresse, nicht weil er ein besonders guter Mensch ist. Die da entscheiden, nämlich wir das Volk, ob der die Mehrheit kriegt oder der. Tja. Wenn der Braune nun will, dass wir uns für ihn entscheiden und zu diesem Zweck eine Politik macht, die uns weniger Nachteile beschert und die möglichst viele Interessen von uns berücksichtigt, dann ist das ein für uns, das Volk, ziemlich vorteilhaft eingerichtetes System. Weniger Nachteile verursachen, mehr Interessen berücksichtigen. Dieses Ziel, das aufs Gemeinwohl hinwirkt, wird durch aufgezwungenes Lernen bewirkt. Der Braune, der gewinnen will, muss lernen. Der Blaue, der gewinnen will, muss lernen. Und die Leute selbst, die wählen und mit den Folgen ihrer Wahlentscheidung dann leben müssen, die lernen das auch, hoffentlich. Im Idealfall entsteht durch ein solches System der Konkurrenz, die über den Mehrheitsmechanismus entschieden wird, am Schluss eine kenntnisreiche und kritische Öffentlichkeit. Weswegen es nicht schaden kann, mehr Volksabstimmungen zu haben. So, warum Mehrheitsentscheidung? Erstens, weil dieser Mehrheitsmechanismus so wirksam ist. Keineswegs wollen wir Mehrheitsentscheidungen, weil wir das Dogma hätten, die Mehrheit habe Recht. Ganz im Gegenteil zeigt der Blick in die Geschichte, dass die Mehrheit oft sich ganz gewaltig irrt. Also Mehrheit ist nicht Wahrheit. Sondern wir machen Mehrheitsentscheidungen, weil genau der von mir soeben erläuterte Mehrheitsmechanismus zur Berücksichtigung, zum Ausgleich vergleichsweise vieler Interessen zwingt. Und deswegen erzeugt genau der Mehrheitsmechanismus in der Regel eine befriedende Wirkung. Außerdem hält der Mehrheitsmechanismus und nur er Personen, Gruppen und das ganze politische System zum Lernen an. Man muss sich stets an sich veränderte Interessenlagen, Probleme anpassen.
Und wenn das so ist, und über den Mehrheitsmechanismus ist das so, steigern sich die Chancen dafür, dass allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen bei realen Problemen ansetzen und nicht nur bei eingebildeten Problemen und dass die dann ausgeübte Herrschaft wirklich als rechtens gilt. Dass rationale Legitimierung entsteht, weil die Leute sagen, ja mein Gott, ich mag zwar immer noch nicht die Nasen, die da im Parlament oder in der Regierung sitzen, aber wenn ich unsere Politik mit der in Simbabwe vergleiche, naja, ist unser System so schlecht auch nicht. Außerdem kann man Mehrheitsanforderungen dosieren. Und das gilt jetzt nun auch gut zu verstehen, weil man immer wieder Debatten hat, wie hoch eine Mehrheitserfordernis sein muss. Eine Möglichkeit ist, man verlangt die einfache Mehrheit unter den Abstimmenden, etwa bei der Kanzlerwahl, die irgendwann demnächst ansteht. Das privilegiert gut organisierte Gruppen. Dann tun sich so viele Gruppen zusammen, bis eine einfache Mehrheit da ist. Und dann haben sie gewonnen. Man kann die absolute Mehrheit der Abstimmungsberechtigten verlangen. Das zwingt eine behauptete Mehrheit zum Offenbarungseid. Wenn im Parlament die Opposition sagt, in Wahrheit haben wir inzwischen die Mehrheit oder bei einer Volksabstimmung so getan wird, tja, dann sieht man, wer wirklich die Mehrheit hat. Und es ist eine scharfe Anforderung. Noch schärfer wird die Anforderung, wenn man 2/3, 4/5 oder sonstige Mehrheiten verlangt. Hier glauben viele Leute, das ist dann besonders demokratisch. In Wirklichkeit ist es genau andersrum. Spätestens ab der 50%-Regel werden in wachsendem Maße Minderheiten privilegiert. Da bekommen Minderheiten Vetomacht. Wenn es im Parlament auf eine einzige Stimme Mehrheit ankommt, dann hat jeder einzelne Abgeordnete der regierungstragenden Parteien absolute Vetomacht. Das ist für Kanzler und Ministerpräsidenten sehr unangenehm. Stärkt aber die Macht von Abgeordneten. Einstimmigkeit führt zur Herrschaft von Minderheiten über die Mehrheit. Und Einstimmigkeit ist gerade nicht der Inbegriff von Demokratie. So, gehen wir auf die letzte Folie und fassen zusammen. Was ist eine gute Ordnung für Bürger, die frei sein wollen, die aufgeklärt sind? Eine gute Ordnung, nach all dem, was uns die Geschichte des Regierens lehrt, ist ein pluralistisches System auf der Grundlage der Vorstellung des Gemeinwohls lasse sich am besten, wenn nicht ausschließlich, a posteriori erkennen. Ein System mit einem sehr schmalen Minimalkonsens und mit einer hohen Wertschätzung von politischem Streit und Konflikt. Ein Gemeinwesen, das in jeder Hinsicht bunt sein will und unter Buntheit nicht nur den Konsens der Guten versteht. Und ein Gemeinwesen, bei dem allgemein verbindliche Regelungen auf der Grundlage des Mehrheitsprinzips getroffen werden. Das ist eine gute Ordnung und wenn das kapiert ist, ist auch alles klar, was auf der letzten Folie steht und ist auch klar, warum aufgeklärte Zeitgenossen wie Politikwissenschaftler, welche sein sollten, die Verpflichtung schon haben, für freiheitliche, für pluralistische Ordnungen einzutreten und Diktaturen überall dort bekämpfen, wo sie nicht nötig sind. Tschüss, bis nächste Woche.